Wenn man den weltberühmten Komponisten Gioachino Rossini verstehen möchte, dann muss man sich dieses Zitat wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich gebe zu, dreimal in meinem Leben geweint zu haben. Als meine erste Oper durchfiel, als ich Paganini die Violine spielen hörte und als bei einem Bootspicknick ein getrüffelter Truthahn über Bord fiel. Rossini war heute ein weltberühmter Feinschmecker. Kein Wunder, dass ihm sein Lieblingskoch in Paris ein edles Gericht gewidmet hat. Ich sag nur Rinderfilet, Gänseleber, schwarzer Trüffel. Tornado Rossini mit Spargel und Romanesco. Und jetzt schneide mal aus meinem Rinderfilet zwei schöne Stückerl raus, zwei Tornados. So, da hat so ein gut fingerdick. So, jetzt da. Schauen gut aus. Legen wir gleich in die Pfanne. Immer aufpassen, dass das Fleisch vorher 20 Minuten aus dem Kühlschrank heraus war, dass es ein bisschen Zimmertemperatur ist, weil sonst saftelt es einer so aus, sonst geht die Flüssigkeit raus und das können wir gar nicht brauchen. Ein bisschen Öl rein. Pfanne ist vorgeheizt. Das reicht. Nicht salzen, nicht pfeffern. Ich lege es jetzt einfach so rein. Jetzt lasse ich es da langsam anbraten. Und jetzt mache ich mal gleich mein Gemüse. Ich habe da Romanesco, weißen Spargel, grünen Spargel und Karotten. Etwas Geflügelbrühe ins Däpferl. Wunderbar. Und ruhig ein bisschen einreduzieren, schadet überhaupt nicht. Und jetzt gebe ich das Gemüse drauf und lasse es eigentlich nur ganz langsam vor sich hin dämpfen. Du gibst jetzt eine Ruhe. Ja. Und hier sieht man jetzt schon, dass da oben so ein bisschen die Flüssigkeit raus möchte. Da. Jetzt brate ich es auf der Seite ein bisschen an. Das drehe ich jetzt noch mal auf der Seite. Dann drehen wir es um. Sieht man, das saftelt auch nicht aus. Das heißt, wir haben die richtige Temperatur. Und der Rossini hat schon einen gewaltigen Output gehabt als Komponist. Ja. 40 Opern hat er geschrieben. Seine letzte war Wilhelm Tell. Und dann ist er quasi in den vorgezogenen Ruhestand gegangen. Das muss man sich einmal vorstellen. Mit 37 Jahren hat er sich einfach zurückgezogen und nur noch zum Spaß komponiert. Ich komponiere jetzt an den Tornado Rossinis weiter. Auch zum Spaß. Sieht man hier das Brataroma ein bisschen, da kann ich mir nachher wunderschön die Soße machen. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Die sollen ja innen schön rosa sein, das ist ganz wichtig. Und jetzt setze ich mir die Soße an. Sie können jetzt ein ganz kleines, weil wir ja mit Wein und so weiter ablöschen, Sie können jetzt ein bisschen Puderzucker rein tun. Weil sie haben ja weder Knochen oder sonst was. Sie müssen jetzt praktisch aus diesem Bratensaft, den sie haben, eine Soße machen. Jetzt habe ich hier Madeira rein. Der von den Schuss Schneider, weil wir brauchen ja kräftige Soße. Dann Portwein. Ein Schlickerl Rotwein. Trinkbaren Rotwein, nicht so ein Fusel, dass du noch wie früher zu gleich oder mich schüttelt gleich. Ist für ihren Körper, nicht für irgendwas anderes. Gell? Fürs Auto haben sie auch nur Kohle. Gut ist. Und da geben wir jetzt ein bisschen was von dem Kalbsfond drauf. Und jetzt lassen wir es ein bisschen runter reduzieren. Schauen wir mal beim Gemüse nach. Das ist fertig. Das sehe ich schon. Hier nur ein bisschen Brühe, macht gar nichts. Jetzt gebe ich gleich etwas braune Butter rein. Ein Schuss. Etwas Chili-Salz. Die Muskatnuss. Auch ein schönes Gewürz, macht sie ganz gut, gerade beim Spargel und bei der Karotte. Nein damit. Jawohl. Das wartet jetzt bis aufs Teller. Darf, nicht muss. Und hier sieht man auch, schön einreduziert. Das ziehen wir jetzt ab mit ein bisschen Stärke. Bei der Stärke so, da muss die Soße kochen. Denn sonst, das bindet nämlich erst bei 90 Grad. Hingegen das Mehl schon bei 70 bindet. Das passt. Hier, schön sämig. Bisschen ausköcheln lassen. Jawohl. Und jetzt binden wir es
noch als Geschmacksträger mit einem kleinen Stück Butter. Das lassen wir jetzt so rein emulgieren. Jetzt müssen wir natürlich die Aromen ein bisschen mit reingeben, damit der Ingwer, der Knoblauch, die Zitronen- und Orangenschale einen guten Geschmack abgeben können. Gell? Probieren wir es mal. Mhm. Oh, die wird. Jetzt kommt meine Gänseleber, meine zugeputzte Gänseleber. Die könnten Sie jetzt auch in ein bisschen Butter anbraten. Die ist nämlich ratzfatz fertig. Da habe ich noch ein Stück über. Das geben wir jetzt da rein. Die habe ich ein bisschen zugeschnitten, damit es auf mein Filet schön drauf passt. Und jetzt braten wir die an. Also nicht salzen, nicht pfeffern, gell? Das geht gar nicht. Und sehr, die Butter soll so schaumig sein. Und dann haben sie auch die richtige Temperatur. Wenn das verbrennt, ist das nichts. Weil Butter ist gefährlich. Bei 90 Grad ist da aus. Außerdem, Sie haben eine braune Butter oder Ghee, dann geht das leicht. Jetzt schäumt es da vor sich hin. Ich würde sagen, jetzt kann man es langsam anrichten. Ich gebe jetzt da nochmal meine Tournedos rein. Das merke ich beim Anlangen schon, dass die innen wunderschön rosa ist. Kaum Flüssigkeit rausgegangen. Warum? Weil der Teller lauwarm war und weil es nicht zu heiß gebraten war, das Filet. Da sieht man jetzt auch schon, da auf der Seite haben sie so einen kleinen grauen Rand. Wunderbar. Ein bisschen was von der Vanille rein, ein bisschen Chili. Dann könnten Sie noch, weil das mag die Leber gern, weil die ja doch ein bisschen bitter ist, so ein bisschen Zimt drauf reiben. Und dann haben Sie auch ein wunderschönes, sagen wir mal, geschmackvolles Sossal dabei. Hier, jawohl, da auch nochmal. Und das nehme ich jetzt schon fast vom Herd weg, weil die Leber ja kein Fett hat und so zieht die Hitze mühelos durch und dann ist es innen noch wunderschön saftig. Das nehmen wir jetzt einmal weg. Hier habe ich dann noch einen Trüffel Saft. Das heißt, die gibt es in so kleine Dosen zu kaufen. Wenn sie nicht haben, ist auch nicht so tragisch. Aber für einen Rossini, da die sagen, der haben wir es neu, oder? Natürlich. Der war es wert. Der war schwer in Ordnung, der Bursche. Ein bisschen verrühren noch. Und jetzt richten wir es an. Nochmal. Jetzt geht also ganz ein kleines bisschen mit dem Sossal drüber. Jetzt haben wir noch unser Gemüse. Schaut gut aus, gell? Weiß ich schon. Als Garnitur geht da die Chilischote schön. Und was ganz wichtig ist, das ist der Trüffel. Und hier habe ich ihn. Tornado Rossini, ein rosa gebratenes Rinderfilet, eine geschmackige Ganserleber und schwarzer Trüffel. Das würde dem Rossini auch schmecken.